Hallöchen, Hallöchen, meine Freunde. Ja, ich hab's getan. Ich habe Olympus abgefackelt und habe Valguero auf den Server getan. Weil ich habe mir gedacht, Map neu, Map vielleicht toll. Also neu ist ja eine übernommene Mod-Map und aber es ist halt quasi neu. Ich kenne auch diese Map nicht. Ich bin da mal auf einem anderen Server kurz drüber geflogen und habe mir ein bisschen die Landschaft angeschaut. Aber das war's dann auch. Und jetzt will ich hier dann auf dieser Map dasselbe Projekt an Start bringen und einfach mal hier so ein bisschen dummes Zeug tun. Und ich habe euch bei Olympus eingeladen mitzuspielen. Das mache ich jetzt hier auch wieder. Das Passwort für den Server ist immer noch dasselbe. Also fühlt euch frei, euch anzuschließen. So, dann. Genau, dann latschen wir mal los und suchen uns mal eine Bauplätzchen. Da ist eine Höhle. Ist die Höhle cool? Weiß ich nicht. Muss mal hingucken. Wenn das bloß ein Loch in der Wand ist, dann können wir da ja gleich reinbauen. Dann ist das quasi schon safe. Wenn das natürlich, ich habe ja gesagt, hier keine Spawns dazu bauen und Höhlen und so gehört natürlich auch dazu. Und da muss ich erstmal reingucken. Ist hier irgendwas? Was gibt's da denn? Da frisst, glaube ich, irgendwas am Para rum. Das muss ich jetzt nicht sehen aus der Nähe. Das hier geht vielleicht auch. Da kommt da auch keiner hoch. Ich auch nicht mehr, wenn ich da jetzt runtergeklettert bin. Aber da unten ist nichts Böses. Also. Upp. Aua, 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 aua. Gibt es auf jeden Fall schon mal eine Menge Dodos zum Schlachten. Das ist schon mal cool. Triceratopse. Ja, und ich habe auch endlich den Fehler gefunden, warum das so viel EP gab. Ich habe ihn auch korrigiert. Jetzt laufe ich hier einfach mal ein Stück rein und gucke mal, ob das ein Problem darstellt, hier reinzubauen. Kuckuckuck. Naja. Ist auf jeden Fall ganz schön tief, die Höhle. Da geht's wohl wieder raus. Ja, cool. Tja, da könnten wir doch da erstmal drin hausen. Ist wahrscheinlich nicht geräumig genug für große Dinos oder so nachher. Aber so erstmal könnte das doch gehen. So, dann werden wir hier mal anfangen, ein paar Fasern zu rupfen. Oh,
Hier gibt es gar kein Holz. Gab es draußen? Doch, da steht, glaube ich, ein Baum. Da steht, glaube ich, ein Baum. Programme kümmern wir uns gleich drum. Die Mods sind gleich geblieben, bis auf die Fische. Die Fische habe ich runtergepfeffert, um ein bisschen Ladezeit zu sparen. Bei der Menge an Mods da hat das sich doch alles ein bisschen in die Länge gezogen. Wir haben jetzt von den Einstellungen her, Ernte ist dreifach, EP ist dreifach. Diesmal wirklich. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder so schnippt nach drei Folgen fast 50 oder so. Das muss nicht unbedingt sein. Nee, es ist nur eins, das passt. Yay, Level 4! So, aber dieses Ding ziehen wir jetzt wirklich bis zum Ende durch. Ich weiß gar nicht, ob es hier Bosse zu legen gibt. Aber dann wird das Let's Play mindestens so lange laufen, bis alle einmal umgelatzt sind. Falls das hier, wie auf Island, gibt es ja dann nachher diese Tech-Höhle da, die man dann, wenn man es geschafft hat, hat man, glaube ich, durchgespielt. Das habe ich selber noch nie geschafft. Falls das hier auch sowas gibt, dann natürlich inklusive diesem. Aber das wird sicherlich ein Weilchen dauern. Und jetzt wollen wir erstmal gucken hier, dass wir ein bisschen erstmal eine kleine Behausung schaffen. Das wird dann wieder die nächste Folge werden, schätze ich mal. So. Ja, das ist hier alles nicht ganz so schön. Vielleicht doch da oben auf dem Hügel, auf dem Hügel da. Das wegboxen hier. So, dann wollen wir mal gucken. In Gabenpunkte. Warte mal, wir könnten doch erst noch ein Level verteilen. So. Dann erstmal das Wichtigste für den Anfang. Ach so, das haben wir schon. Ja, gut. Ja, gut, gut, gut. Dann brauchen wir noch die Axt, das Lagerfeuer und den Speer. Dann nehmen wir natürlich die S-Plus-Variante wie immer. Und dann kann es losgehen. Das ist jetzt nur die Frage. Kein Stream. Wenn es ein Stream wäre, könnte ich euch direkt fragen. Da oben oder darin. Aber darin ist, glaube ich, doof. Das mag ich nicht so. Ich bin kein Höhlenfreund. Ich bin kein Höhlenfreund. Da krabbeln wir doch lieber darauf und nutzen diese Klippe als Schutzwall. Brauchen wir auch nur eine Seite dicht machen. Ich will auch nicht so weit laufen, ich habe Angst, dass ich gefressen werde. Viva Valguero! Naja, okay, auf jeden Fall, es sieht ja schon mal ganz nice aus. Ja, doch, hier können wir wohnen. Das geht. Gehen die Pflanzen weg? Hier mit schöner Aussicht gleich mal ein kleines Stein. Muss ich ausprobieren. Picke. Fehlt da noch? Ach so, Stein. Liegen noch welche. Boah, die kann ich nicht aufsammeln, die sind nur Deko. Was da? Was soll das? Hallo, so viele Steine hier. Erster Minuspunkt. Ah, da sind welche. Gut. Minuspunkt wieder. Minus und Minus ergibt Plus. Fertig.
Passt. Andererseits hier überall Dekosteine hinzuschmeißen, die so aussehen als ob und dann doch nicht, und das ist nicht nett. So, Aussicht. So lang, so lang, so lang. Gucken. Brauchen wir erstmal kleine Picke hier. Tachiko. Sie. Jupp, der geht auch weg. Sehr schön. Hockeli-pockeli-tock. Ach du Scheiße, wie lange ist denn dieser Stein? Ah, jetzt, ja. Noch einer. Der geht auch weg. Ja, dann ist das doch schön. Dann können wir uns doch hier breit machen. Was war das gerade? Ah, Pony, sehr schön. Pony tut uns nichts. So, dann brauchen wir Stroh. Und noch mehr Fusseln. Fusseli, duseli, du. Pflück die Fusseln ab. Pflück die Fusseln ab. Ja. Fussel, 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 Fussel. Jeder Dussel braucht eine Fussel und ich brauche viele davon. Was sagt uns das? Ihr seid ja schon wieder nachgewachsen, sag mal. Hey, wie soll ich denn dein Haus bauen? Mit auf damit. Mein Auto fährt auch ohne Wald. Ach, was für ein Wald. Hokili dokli. So, jetzt geht's los. Engram. Foundation, Stroh. Strohdach, Strohwand. Das nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir auch mit. Brauchen wir sowieso. Und die Box natürlich auch. Kann man noch einen Schlafsack. Und dann sind wir durch. Ne, 7 Pünktchen haben wir noch. Klamotten. Pupsen wir jetzt erstmal noch drauf. Strohdach schräg. Schräge Strohwand. Reicht nicht. Egal, nächstes Level. Schauen wir mal, was wir bauen können. Erstmal wieder 4x4 macht 16. Ich kann bauen 3. Silings brauchen wir nicht. Foundation brauchen wir. Da. 2. Okay. Dann halt 2. Wird so ein kleines Haus. Fehlt Holz. Ja, Holz ohne Axt ist natürlich schwierig, ne? So. Der erste Platzierung. Machen. Ich so. Knack. Guckt das Gemüse da nicht so durch. Idiot. Oh nee, Tank Raptor, ah, der hat mich nicht gesehen. Der hat mich doch gesehen. Fuck! Lauf, 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 lauf. Du musst da hinten einmal runter und dann lass mich da. Was? Okay.
Na, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Bidu, Holzhacki, Holzi, Hacki, Hocki, Hock. Bisschen noch was fusseln. Ja. Holz. Ran an das Holz. Holz, Holz, Holz. Gut, Holz. Dein Hacker. Hallo Pferdchen, willst du dich essen lassen von mir? Oha, scheinbar nicht. Aber du steckst fest, wa? Was muss ich in dich einfangen? Waren Pferde nicht passiv? Hm. Geht nichts dran. Schade. Oh nee. Da kommt die Raptor Gang und dunkel. Ich mach mal Gamma an. Damit ihr auch noch ein bisschen was sehen könnt. Wo sind die hin? Wo sind die Schweine hin? Das ganze Obst muss ich nachher da runterschmeißen. Was ich hier oben nicht haben will. Weil. Einfach so. Und dann werde ich wohl oder übel erstmal hier einen kleinen Schutzwall wieder bauen müssen, bevor ich mir um das Haus kümmere, weil sonst. Belagerung. Obwohl, sind das Langschwanzig? Na gut, meine Freunde, das zeigen wir uns morgen. Ist jetzt noch nicht 20 Minuten die Folge, aber wenn es wieder hell wird. Bis denne. Tschüss.